Ermittler in Spanien und Kolumbien haben in den letzten Tagen insgesamt mehr als 13 Tonnen Kokain beschlagnahmt. In Spanien kam den Ermittlern ein als Stromgenerator getarnter Container aus Suriname verdächtig vor, teilte die Steuerbehörde am Montag mit. Darin befanden sich 8 Tonnen Kokain, eine der größten bisher in Spanien entdeckten Mengen. Die Metallkonstruktion war demnach so konzipiert, dass die Drogen von Scannern nicht entdeckt werden konnten. Nach Angaben des Zolls wurden 3 Personen verhaftet. In Kolumbien entdeckten Fahnder am Sonntag mehr als 5 Tonnen Kokain in einem unterirdischen Lager. Die Drogen im Wert von etwa 150 Millionen US-Dollar waren nach Behördenangaben für den amerikanischen Markt bestimmt. Wir haben ein großes Lager des Kartells Clan del Golfo entdeckt. Den Ermittlungen der Polizei und des Militärs zufolge hat der Clan del Golfo diese Ladung hier zusammengestellt. Kolumbien gilt als der weltweit größte Kokainproduzent mit einer geschätzten Jahresproduktion von über 1.700 Tonnen im Jahr 2022.